Vorlande, wo du schnell siehst, dass das Aufsteigen verboten ist. Und dann nach rechts der Pfeil rüber geht, das ist der Notausstieg. Da sehen wir dann diese Sprossen von so einer verrosteten Leiter. Und das ist dann ungefähr die Hälfte von dem Stollensystem. Also wir sind jetzt ungefähr 50 Meter bis durch hier gegangen. Da ist der Notausstieg in der Hälfte. Und ungefähr 50 Meter weiter geht es dann in die Richtung weiter dann wieder in so Passagen mit immer 90 Grad Drehungen, eben bezüglich der Brechung des Drucks, nochmal 50 Meter bis zum zweiten Ausgang. Der Peter Wacker hat ja das richtig studiert und da bist du sich, naja, wenn man auch so eine Länge 50 Meter rechnet. Ja, ich habe es also, ungefähr abgeschritten, ich habe es nicht vermessen, aber ich habe es abgeschritten ja. Und das sind insgesamt etwa 100 Meter. Jetzt gut, gell? Irgend so eine Gummidichtung oder was. Ja. Ja, da sieht man, ich habe gerade in Andi gesagt, da ist die Elektrik gegangen, gell? Genau. Auf der Seite. Normalerweise hast du das oben immer gehabt. Ja, komisch. Aber das heißt da bei diesem, gut, das sind keine Fertigteile. Ja, was die Stage da übrig hast, ja. Würde ich aber nicht sagen. Ich kann mir es denken, aber... Dass jeder weiß, wo er sitzt. Ne? Es war halt eine grausige Zeit. Aber natürlich... Auf Spurensuche ist sowas hochinteressant. Fragt sich ja nur, wie lange es die Anlage noch gehen wird. Da haben wir lauter Spinnen drunter. Ein Spinnennest! Schau, die wird schon munter, der wird schon warm. Die Spinnen ja, die Höhlenforscher. Da nur einmal das Spinnennest. Und da haben wir jetzt eine Aufschrift, was ganz interessant ist. Aufsteigen verboten. Von der Weiden habe ich gelesen, Aussteigen verboten. Da haben wir gedacht, sind wir in einem Waggon oder in einem Zug? Aufsteigen verboten. Weil da dürfte der Notausgang, vielleicht haben Sie das. Das ist der Notausstieg. Und ja. Warum? Ah, da ist der Notausstieg. Das ist ja ganz toll. Fotografisch gesehen auch. Da mit einer Eisenstange, wahrscheinlich, dass du die da anhalten kannst. Die Eisenstange muss da raufgehen. Mal schauen, da kann ich nicht durchbrechen. Mensch, was ist denn da? Das ist mit einer Platte abgedeckt und mit einem Gurt festgezurrt, dass keiner stürzen kann. Da schauen wir jetzt einmal. Aha, sehr gut gemacht. Bist du mutig, dass keiner reinfällt? Ja. Ist klar. Das sind noch 5, 6 Meter. Ja. Wenn es dich da oben hat, gute Nacht. Und da hast du, das war gut. Da hast du rausgekommen. Das ist ganz grünlich, ja. Da werden wir jetzt noch. Ein Foto machen. Ja, jetzt füllen wir da noch mal aus dem Schacht, wo es einmal ein Fluchtweg war. Der Peter Walker ist fasziniert. Das ist schon eine größere Anlage, muss ich ja sagen. Es gibt schon schöne Löcher, gell? Das ist ja, also es ist mit so Länge um 100 Meter, da hat es nicht so viel gegeben in unserem Breiten, muss man sagen. Die meisten Regelbauten, die waren mit Anknick. Und die 16 Meter da oben. Das ist schon was Größeres. Da steht noch mehr. Aufsteigen verboten. Ja, bei einem Angriff ist blöd, wenn es da rausgeht. Weißt du, da ist was reingeflogen. Auf der anderen Seite, wenn es verschüttet gewesen wäre, der Ausgang, warst du froh gewesen. Wenn es das, ja. Wenn es dann noch ein Stück hast. Genau. Jeder Bunker hat einen Ausstieg. Das ist ja so das Highlight. Da erinnert, da sieht man jetzt noch. Das ist ein eigentlich da angemauert. Wahrscheinlich auch wegen der Druckquellen, dass man das da angemauert hat. Aufsteigen verboten. Obwohl die Gitter haben sie dann auch später da rein. Die sind, vielleicht haben sie da überhaupt Übungen auch gemacht oder was erinnern. Ich bin ein Staubohr.
Und weiter geht's. Es geht bald schon weiter. Ich war gerade vor. Das sind nur Teile von hier drin. Es geht heute wirklich so groß. Du meinst Spinnen. Berge von Spinnen. Also, die Anlage ist super. Wo geht's noch weiter? Ja, jetzt sind wir schon eine halbe Stunde herin, kann man sagen, gell? Ja, der Durchstieg dauert lang. Du hast wieder so eine B- und Entlüftung. Da kommt schon die Vegetation rein wieder. Legst du noch mal rein, bitte? Aha, ja, da sieht man wieder auf. Genau. Da holt sich die Natur schon wieder alles zurück. Ja. Ein Loch im Rohr. Und dann kann man noch wachsen. Ich muss das immer wieder erwähnen. Bei mir wird vor ein paar Jahren wer eine E-Mail geschrieben und hat mich gefragt, wo der Bunker, wo wir sich gerade befinden, ist. Und ich habe große Freunde in Leoersdorf gefragt, keiner hat den Bunker kennt. Und durch den Peter Walker, der hat mich dann aufmerksam gemacht, so bin ich dann auch drauf, dass es den Bunker da gibt. Ich habe nämlich geglaubt, das war ein Foto von Leondorf, der was mir die geschickt hat. Aber man wird immer eines Besseren belehrt. Aber wie gesagt, Freunde in Leoersdorf, was sie auch auskennen, keiner hat mir sagen können, wo das Ding ist. Man muss ja sagen, dass das zwischen Leoersdorf und Schönau steht, also nicht mehr, eigentlich nicht mehr in Leoersdorf. Ja, da haben wir wieder ein glückliches Backe liegt. Das schaut aus, wie du, kann da Steckdosen gewesen sein. Ja, liegt nicht sowas, ja. Schaut schon so aus, gell? Jetzt haben wir jetzt auch da schon, ich sollte ewig. Da sind schon wieder rein. Da waren so Eisenverbindungen. Die sind ja vorhin heute jetzt auch schon langsam. Das spüren wir schon ein bisschen an Luftzug, gell? Das nächste Loch. Die Entlüftung, jawohl. Da kommen wir da schon zum Ausgang, oder? Bisschen geht's noch. Bisschen geht's noch, na super. Immer noch eine Kurve mehr. Wie bei den Mädels. Da ist die zweite Türe. Also da befinden wir uns jetzt. Ja, da gehen wir jetzt nur mehr um die Ecken. Genau. Ah, da geht's nur weiter. Ich glaube, dass das Kloanlage ist da oben, die Nischen. Die Blindgänge, genau. Und die Gänge, die sind alle gleich lang, hast du gesagt? Ja, 1, 2, 3. Ja, schaut so aus. Wie viele Leute da reinpasst, das kann man sich ausrechnen. Kann man sich ausrechnen, ja. Wie gesagt, das war halt das Luftschutzstollenanlage, wenn man so will, für die Bediensteten der umliegenden Industriefirmen. Genau, es war ja da im Tristingtal Großindustrie. Ja. Die ganzen Ortschaften, die ganzen Ortschaften haben wir da umbenennen wollen in Tristingstadt. Also von Enzersfeld, Hirtenberg, Leoersdorf, ich glaube bis Schönau war dann am Raum gewesen von 30.000 Menschen. Es ist nicht dazu gekommen, war vielleicht auch gut, so haben die Ortschaften da eine Eigenständigkeit erhalten. Aber wie gesagt, das hat man geplant gehabt. Ich glaube 43 oder 42. Irgendwann hat es das geplant gehabt noch. Ist Gott sei Dank nicht zustande gekommen. Aber wie gesagt, die Industrie, Munitionsindustrie hat sich jetzt auch von Berndorf, B
bis oben Schönau, bis Neureshof, Blumau, bis oben wie in der Neustadt, Wöllersdorf. Also es war eine gewaltige Industrie. Vor allem die wenigsten Leute wissen ja, dass Wiener Neustadt eine der meist bombardierten Städte im ganz damaligen Deutschen Reich war. Wiener Neustadt sind 8 Häuserstippel, was ja, nicht. Ja. Muss man sich ja vorstellen. Das ist gewaltig, also das ist durchaus vergleichbar mit Beschädigung mit Dresden. Ja. Man muss sich ja vorstellen, auch da im Raum Bad Vislau, am 12. April 1944, sind im Raum Bad Vislau, Kottingbrunn, Leobersdorf knappe 500 amerikanische Bomber, also ich glaube 490 oder was waren, sind da drüber geflogen und haben das eigentlich alles platt gemacht. Und da haben wir jetzt die tolle Türe. Die werden wir natürlich mit einem Standbild auch noch machen. Ganz toll aus. Verriegelung. Aha, die geht aber nicht auf. Hast du das schon mal probiert? Ja, nein, das ist dicht. Und da war jetzt der Ausgang. Den sieht man dann praktisch nur mehr von der anderen Seite, nicht? Genau, ja. Den werden wir sich aber dann auch noch anschauen. Das hast du gemeint, dass das zu ist, wie es mir gesagt hat, da geht es eh oben. Wie ich das entdeckt habe, genau, da bin ich zuerst von dieser Seite von außen gekommen und habe gemerkt, dass eben diese Stahltüre verschlossen ist. Und habe dann erst den zweiten Eingang gesehen, durch den wir jetzt den Luftschutzdeckungsgraben betreten haben. Toll! So, das werden wir jetzt noch fotografieren. Ja, die Tür ist ein Hammer. Das hast du nämlich fast nirgends mehr. Das hast du fast nirgends mehr, dass man Tieren so erhalten und findet. So, jetzt geht's. Also die Tiere sind Hammer. Voll erhalten, voll original. Jetzt übergebe ich mit dem Peter die Kamera. Na ja, und da waren wir jetzt beim Ausstieg wieder. Nur die Tür ist verschlossen. So nach 100, 150 Meter ungefähr. Ist nur original bunkertiert, wie es im Zweiten Weltkrieg eingebaut worden ist. Ich würde sagen, findet man nicht mehr oft. Komplett verriegelt zu. Wir gehen jetzt wieder zurück und schauen dann von der anderen Seite noch in den Zweiten, also praktisch da rein, dass wir wieder bis zur Tür kommen. Das war eine schöne Geschichte. Ich bin nur mit der Peter Fümter jetzt da, nur mit Peter Walker bedanken. Der hat uns, wenn ich sage uns, also meine mich und Tridok natürlich, Tristingtal-Dokumentation, auf die Spur gebracht, dass da einen Bunker gibt, den was ich nicht einmal mehr geglaubt habe. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt, glaube ich, Peter, werden wir ja noch in einen anderen Luftschutzdeckungsgraben schauen. Also auf Deutsch, einer Bunker, der was da gleich daneben war. Aber das ist eine andere Geschichte. Danke fürs Zuschauen.